Hey Leute, hier ist euer Judgingo vom Team Fizzy und wir befinden uns mal wieder im Loading Screen. Ich spiele heute Crysis 1, das ganz normale. Und ja, es lädt gerade, wie man sieht. Oben sieht man auch schon, unsere Mission heißt Contact. Was das wohl bedeutet, mit wem wir hier Kontakt haben? Wir werden es erleben. Da ist auch schon 100%, aber es geht noch nicht weiter. Das ist Mystery. Oh, und ich würde sagen, ich würde es mir wünschen, dass es jetzt losgeht. Weil mir gerade nichts mehr. Ah. Spiel gespeichert. 7. August 2020. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Ling-Shan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Fels. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Unter Hände hinter den Kopf! Bitte! Sieben Tage später. Ling-Shan-Inseln, Philippinisches Meer, 14. August 2020. Wolken. Zentrale hier, Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet. Wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Ja, und ab hier steuere wir ich. Wir sehen uns dann unten. Ja, also ich spiele das Ganze übrigens blind, also wenn ich mal nichts treffe oder so, dann nicht wundern. Dafür kann ich nicht. Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich habe von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Nachtsicht, aha. Von mir aus, ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Los! Wow. Was zum Teufel? Norbert hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Energiekritisch. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. So, das wird jetzt scheinbar hat erstmal jemand so ein die Tutorial. Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen.
Aztec, bitte kommen! Shit! Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Ich will jetzt mal die Klappe halten. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Ja, gut. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Ja, wir wissen's. Gut, also wir sind hier der Nomad und suchen gerade nach unserem scheinbar auch missglückten Kollegen, der sich nicht meldet. Dem, was weiß ich, wie er hieß, vergessen. Wir können hier so eine Karte aufrufen. Das ist Chester, mit dem wir uns treffen sollen. Und ja. Haben wir so verschiedene Powers. Wir haben hier, kann ich so Schalldämpfer, das da, so. Schlafgeschosse sind auch immer gut. Und ein Visier, damit ich auch mal was treffe mit meinem blinden Spielen. Was hab ich sonst noch? Maximales schnell Tempo. Sein. Das verbraucht unten rechts, seht ihr diesen grünen Balken, der verbraucht sich, wenn ihr sowas einsetzt. Also, maximale Stärke. Okay, und man wechselt mit den Tasten hier. Aber ich hier so Schlag, dann braucht es auch Energie. Was ist das? Tarnfeld ja, aktiviert. Ja, gut. Maximale Panzerung. Bumm und. Zack. Kann man auch machen. Scheinbar. Tee ist komisch. Ja, das kann man schon mal auch so aufrufen. Ja, und ich würde sagen, dann. Aufpassen, Moment. Feindkontakt auf 12 Uhr. Dann wollten wir hier mal. Da! Ups, FPS-Lags. Das hoffe ich, wird nicht lang vorkommen. Das wäre doch leicht störend. Schätze ich mal. So, dann nehmen wir uns hier. So, und jetzt hier. Zack. Schieß doch! Stirb doch mal. Alter. Jetzt gehe ich mal. Du was? Ich sehe jetzt hier. Maximales Tempo. Ja. So. Die Leiche schändet, weil er mich aufgeregt hat. So. Maximale Panzerung. Kann ich hier eigentlich auch so personalisieren? Ah, okay. Schalldämpfer und Laservisier. Cool. Gefällt mir, das ist ein cooles Feature. Prophet, hier Aztec. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ach, und wer noch Videos von Crysis gehört hat, das ist so, du bist, also man ist selber so ein Typ halt, also so ein Soldat in einem super Kampfanzug, der halt super moderne Technologie hat und man kann dadurch halt so mega super tolle Sachen machen, würde ich sagen. Ja, und wo ist denn hier unser Chester-Freund? Wasser? Ich hoffe nicht. Man kann auch damit irgendwie unendlich lange Luft anhalten. Hier oben! Ne, da ist er. Wir sind der Nomad. Kommst du, wir müssen zuerst hin. Und werden hier jetzt mal den Prophet, Strand. Ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Rawr. Ja, und hier ist irgendwas nicht ganz Aztec, normal, würde ich sagen. Adresse Santissima. Aztec, Lagebericht. Jetzt. Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! Da ist jemand gläubig, würde ich sagen. Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los! Ich habe gedacht, wir chillen jetzt erstmal eine Runde. Wie auch immer unser Teamchef da heißt. Und, ah, okay, ich sehe den jetzt irgendwie so. Achso, nee, das ist sein Anzug, der läuft. Oh. Irgendwie habe ich. Verdammt! Können an der Aufnahme liegen, denke ich mal. Mein PC ist halt auch nicht der allerbeste. Darf ich ihn eigentlich abschießen? Darf ich nicht. Kommt mir dann so ein X-chen ins Fadenvisier. Lauf. Alles gut. Der ist tot. Mann. Was zum Teufel war denn hier los? Der könnte noch leben, ne? Das sieht ja noch aus. Hörst du das?
Nein. Mir gefällt das nicht, Mann. Mir auch nicht. Fliegt man doch runter. Verdammter Mist! Dem fehlt ein Bein. Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Scheiße. Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Er sagte nicht gerade noch. Hauptsache erweisen Sie die letzte Ehre. Heißt doch Puddelspiel. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich mich Adios, auch nicht. Amigo. Amigo. Es war ein gläubiger Christ. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad zur Ausrüstung? Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs. Und wie mache ich das jetzt? E ist nicht. Okay. Ah, F. Okay. Was zum Teufel war das? Blend mich nicht so. Boah. Okay. Was stand da was? Okay, im Stärkemodus. Ich denke mal, das ist der Stärkemodus. Maximale Stärke. Warten Sie, oh. Da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Energie kritisch. Maximale Panzer. Boah, bin ich ein Held. Wir wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Kann ich auch was nehmen? Hier vielleicht auch meine Munition dabei? Dudes! Oh. Nomad, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Ich bin alleine. Klasse. Denkt man eigentlich, irgendwie in der Armee sagen die, wenn die weggehen oder so, ne? Finde ich mir ja nicht so toll vor, ein Sondereinsatzkommando zu sein, wenn du plötzlich dann alleine dastehst, wenn kein anderer mehr Bock hat. Wenn die gerade am Abkoten sind. Okay, ich gehe hier mal am besten ins Tarnfeld aktiviert. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Jo, und mit dieser Anweisung. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Jajingo vom Team Fesi. Und ja, ne? Bis dann, Freundchen.